Willkommen zurück bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, wenn du dich dazu entscheidest. Neulich wurde es plötzlich ganz finster, aber es scheint nichts weiter passiert zu sein. Die Sonne ist heimgekehrt. Hast du das für uns getan? Ich bin so glücklich. Jetzt kann ich wieder leben. Es gibt wieder Hoffnung. Seitdem der Himmel in neuem Glanz erstrahlt, ist auch das Meer wieder friedlicher. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss hinaus aufs Meer. Du hast unsere Welt gerettet, Mario. Vielleicht wird mein Bruder ja eines Tages so wie du. Hey, Meister. Irgendwann möchte ich auch mal auf diesem Schiff segeln. Was sagst du? Die Königin der Finsternis in unseren Katakomben? Und du hast sie erledigt? Du solltest aufhören, solche Lügenmärchen zu erzählen. Das ist kein Lügenmärchen. Das ist die Wahrheit. Ach, Mario, sei gegrüßt. Kamst du dazu, mein Tagebuch zu lesen? Nö, du hast ja nichts Neues, oder? Nö. Nö, nö. Tschüss, tschüss. Du, Mario, wollen wir uns vielleicht die Duell-Kerker unter Rodinkorn nehmen? Ich hätte schon Lust, in den unteren Kerkern könnte sogar ein hartes Kerlchen wie ich noch was lernen. Ja, da werden wir auch noch hingehen. Aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Ich habe die ganze Zeit den Halunken gesucht, der mich beim Kartenspiel gelingt hat. Aber ich habe aufgehört, ihn zu suchen. Mir kommt es inzwischen selbst albern vor, dass ich ihn so verzweifelt gesucht habe. Ich habe ihm vergeben. Willkommen, ich habe jede Menge neue Waren im Angebot. Dann, das nehmen wir doch mit, Mann. Nehmen wir den Orden doch auch noch mit, das ist doch klar. Ist auch noch ein Orden, den nehmen wir auch noch mit, auch wenn wir nie benutzen werden. Wir werden aber nicht auf alle Orden gehen, ne? Also ich habe jetzt einfach nur ein paar Orden geholt, damit wir sagen können, wir haben zumindest ein paar mehr als nur die, die man standardmäßig findet. Das heißt, überhaupt keine Ahnung zu haben, also hör gut zu. Es soll hier einen gewissen Mario geben, der die Welt aus der Finsternis errettet hat. Was, du bist Mario? Dann stimmt also das Gerücht. Sag's doch die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Ich würde niemals lügen. Ich sag die Wahrheit. Ich würde euch nie betrügen. Da 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 da. Dam, da 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 da. Es gibt ja einen, der viel grandioser ist als Monoski, Alpamon oder Romanzo. Und zwar dich. Ich bin so glücklich, dich persönlich kennengelernt zu haben. Oh, wie süß. Rundschreiben. Könnte jemand das Rundschreiben vom Seniorenclub für mich weiterreichen? Komm zunächst in mein Haus nach Düsterdorf, dann gebe ich es dir. Du möchtest also den Auftrag vom Düsterdorf-Dorfvorsteher übernehmen, ja, klar. Also dann, gib dir Mühe. Aber erstmal gehen wir kurz zur Mondbasis. Und Düsterdorf behalten wir in unserem Hinterkopf. Da, 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 da. Wir müssen auch die letzten Sternsplitter sammeln. Vorausgesetzt, wir kommen hier zum Mond, aber ich nehme immer an, dass das schon klappen wird. Diese Musik hier. Ich bin wieder dabei und das verdanke ich nur dir. Danke, Mario. Die Kanone wird irgendwann sicher wieder gebraucht, aber jetzt soll sie roten. Nee, ich will eigentlich gerne zum Mond. Ich will gerne zum Mond. Ah, ich weiß ja, wie es zum Mond geht. Okay. Naja, okay. Nicht hier rüber. Ich bin einfach nur dumm. Also vorausgesetzt, der Teleporter funktioniert jetzt wieder, ne? Das. Aber ich meine. Und Brina ist doch da in ihren Brief, den sie mir geschrieben hat, da war sie da auch da, oder nicht? Und Tech lebt ja doch noch. Oder nicht? Oder erinnere ich mich gerade falsch? Ich weiß es leider nicht. Lass uns nachschauen. Oh ja, da ist kein Licht in der Katakomben. Da 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 da.
Was hier? Nee, das war hier unten das Haus, ne? Ja, das war's. Die Musik. Na, hier bin ich richtig. Ich bin ein bisschen blöd gewesen, als ich hier war. Ich dachte mir so, ich kann ja diese Dinger gar nicht wegmachen, aber ich bin so blöd, ne? Und das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Was ist hier los? Links, rechts, Mitte, nicht vergessen. Aber bringt uns das irgendwas oder ist das einfach nur ein Easter Egg? Können wir ganz kurz die anderen Schnitze runtergehen? Da oben ist das Zahnrad. Ah. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hatte ich gar nicht gesehen, das Zahnrad, ne? Eieiei, bin ich blind. Okay, das ist das letzte Ding. Ha. Aber es bringt uns jetzt nicht wirklich was, hier oben zu sein, oder? Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Der falsche Raum. Wo war denn das nochmal mit dem Zahnrad? Weil es ein anderes Stockwerk, ne? So komisch, dass keine Gegner hier sind. Rechts, links, Mitte war das, ne? Ja, links, rechts, Mitte. Oh mein Gott. Dein Kran bewegt sich nach links, solange du Y gedrückt hältst. Halte danach X gedrückt, um den Kran in Richtung der hinteren Wand zu bewegen, okay? Nutze die Technik, um Items und Münzen zu sammeln. War ein sehr guter Versuch. Geht doch. Was? Betrug. Na, ist zu weit links jetzt. Come on.
Wollte schon sagen, es hängt ja wirklich richtig drin, also. Ja, er macht dich richtig zu, seht ihr das? Wenn er nicht richtig zumacht, fällt's runter. Jetzt, das ist richtig. Ha, und auch den habe ich beim ersten Versuch geschafft jetzt hier. Nice. Die Münzen holen wir nicht. Orden Protector P erhalten. Schützt deinen Partner vor Statuseffekten wie Vergiftung oder Schwindel. Oh, das ist eigentlich ziemlich nice. Die beiden Dinger können wir echt gut gebrauchen. Dafür brauchen wir noch mehr Ordensplätze, ne? Das ist das Problem. Lass mal schauen. So, auf zum Düsterdorf. Das werden die auch in Rundschreiben. Raum. Warte mal, da muss es doch der Raum hier sein, oder? Der hier. Ich glaube ja. Ja. Nee, dann kommen wir nicht nach oben, oder? Doch. Können wir dann? Doch, wir müssten ja nach oben kommen, oder? Ah ja, okay. Und dann zum Teleport-Ding und zum Düsterdorf dann. Viel hin und her. Aber wir haben jetzt vergessen, zum Händler zu gehen. Oh, jetzt haben wir die letzten Sternsplitter gesammelt und jetzt sind wir nicht zum Händler gegangen. Naja. Naja, das machen wir halt gleich. Wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Frag nicht. Da, 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 da. So, dann wollen wir zum alten Knacker, wa? Mario, du hast meinen Auftrag angenommen. Ich bin sicher, du schaffst es. Dieses Rundschreiben vom Seniorenclub muss zu der alten Bubuma gebracht werden. Eigentlich mache ich das immer selbst, aber mein Kreuzschmerzen. Nur, dass du mich übernehmen könntest. Ein Rundschreiben erhalten. Okay. Ist ja easy. Mal gucken, wie oft wir, also wie vielen Orten wir müssen. Wie viele alte Menschen gab es? Einige. Es gab sogar im Großfrostheim noch einen. Und ich meine, der in Blütenweiler ist auch alt. Also gibt es einiges. Du kommst, weil du meinen weisen Rat brauchst. Oh, du bist extra gekommen, um mir das Rundschreiben vom Seniorenclub zu bringen. Ich danke dir. Das kommt sicher vom Düsterdorf am Dorfvorsteher. Oh, dieser Jungbrunnen neulich hat mir wirklich gut getan. Ich müsste das eigentlich zum Bürgermeister von Blütenweiler bringen. Aber mein Bruch, könntest du das nicht für mich erledigen? Ja, sag ich ja. Blütenweiler ist noch ein alter Sack. Großfrostheim ist auch noch einer. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube in
Falkenheim ist keiner, oder? Keine alte Person. Oh, warte mal, ich hab da was gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Aber als ob ich das... Nein. Das habe ich nicht die ganze Zeit übersehen. Das ist irgendwie neu. Never ever habe ich das immer übersehen hier hinten. Orden BP Plus erhalten. Ich gucke mir nachher ein altes Video von mir an. Das habe ich nicht immer übersehen. Das ist Schwachsinn. Das glaube ich nicht. Da da dan 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 dan. Was sagt sie eigentlich jetzt? Kupio ist in letzter Zeit richtig erwachsen geworden. Ziemlich beeindruckend. Aber manchmal vermisse ich meinen alten Kupio, den kleinen Schwächling. Dan da da dan dan. Dan da da dan dan. Pa 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 pa. War der Bürgermeister auf dem rechten Screen? Aber ja. Das ist der Peach-Fan. Achso, das Haus hier links. Stimmt. Oh, Mario, alter Freund, was kann ich für dich tun, mein Junge? Was? Das Rundschreiben vom Seniorenclub? Aha, von der alten Bubuma. Der hat mir doch auch noch dieses Blutdruckmessgerät ausgeliehen. Das Rundschreiben, ach ja. Würdest du das bitte dem Bürgermeister von Düsseldorf zurückbringen? Ich glaube, ich wurde ein wenig erkältet. Also bring das Rundschreiben bitte dem Bürgermeister von Düsseldorf. Ich zähle auf dich, Mario. Ja, ja, ja. Bam, 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 bam. Hallo Mario, hast du das Rundschreiben abgegeben? Der Bürgermeister von Blütenweiler hat eine Erkältung. Oh, der Arme. Und deswegen bringst du mir das vorbei. Vielen Dank. Ich habe schon gewartet. Bitte, deine Belohnung. Leben, solange du kannst, ist das Motto unseres schon seit 20 Jahren bestehenden Clubs. Wir tauschen Geheimrezepte für ein langes Leben aus. In 20 Jahren könntest du auch beitreten, Mario. So, auf zum nächsten Auftrag. Da, 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 da. Ich bin immer gespannt, ob wir nochmal eine Karte bekommen. Fürs Casino. Oder ob das jetzt schon alle Spiele waren, die wir freigestaltet haben. So, es ist sehr viel hin und her, es ist sehr viel Laufen, ne? Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Lieferung. Ich habe etwas, das General Bob überbracht werden soll. Und es wird zunächst bei mir im Bad Limmerich ab. Du möchtest also den Auftrag von Goldfried übernehmen, ja? Also dann, gib dir Mühe. Lass mich raten, der Bob ist jetzt wieder auf Reisen irgendwo hin. So wie schon beim ersten Mal. War doch er, oder? Ja, ja, das war er. Da, 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 da. Wir machen mal eben ganz kurz das hier unten fertig. Dann ist das auch schon erledigt. Wunderbar. So, weil dann kann man eben schnell hier nach links gehen, kurz zu dem Händler und dann gibt es doch irgendwie einen Bonusorden, wenn man jetzt hier alle kauft. Das noch ein. Huhuhu, dank dir ist meine Sternsplitter-Sammlung noch umfangreicher geworden. Wenn du was zum Tauschen hast, komm mal wieder vorbei. Ja, aber leider habe ich keine Orden mehr, verzeih mir, ich wollte schon sagen. Du hast doch gar nichts mehr. Ich habe jetzt alles getauscht. Also die Orden habe ich alle. Ich meine, ein paar mehr Ordenspunkte würden mir schon sehr helfen.
Ich glaube, das ist im Kerker vielleicht ein bisschen Level. Weil dann könnten wir diesen, wir könnten halt diese Sparblüte, die wir gerade wieder geholt haben oder bekommen haben, könnten wir auch noch ausrüsten. Dann würde man noch mehr sparen, ne? Beim BP-Verbrauch. Dann könnte man tatsächlich zum Beispiel den, den Multisprung einfach für 0 BP machen. Das ist schon ziemlich mächtig. Da, 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 da. Ach, wo wollte ich hin? Ich wollte zu Bad Limmerich. Bad Limmerich, da gehen wir ganz schnell hin, ist doch gar kein Problem für uns. Man ist aber sehr viel in diesem Raum hier und jumpt von Welt zu Welt. Das ist schon krass. Hallo Bomber, wie war der Flug mit der Kanone? Ich hätte da ja auch eine Idee für ein Geschäft auf dem Mond. Aber erst ab zu meinem Auftrag. Könntest du das hier General Bob umbringen? Ich glaube, er ist nach Großfrostheim zurückgekehrt. Tut mir leid, dass es so ein weiter Weg ist. Wir müssen dann teleportieren. Aber ist schon lustig, auf der Karte ist es halt tatsächlich, die, glaube ich, die beiden am weitesten entfernten Orte voneinander, ne? Bad Limmerich und Großfrostheim, glaube ich. Ich habe was zu diesem Charakter gehört. Oh, hallo, du bist das Mario. Lange nicht gesehen. Ich bin mit dem guten alten Buhudler hier, um mir den Glimmertempel anzusehen. Hab mich ganz schön rausgemacht, oder? Alle Männer drehen sich nach mir um. Oh, ist ja verständlich. Du bist bestimmt auch von meiner Schönheit entzückt. Das ist dies aus dem Paper Mario Spiel hier vor quasi. Was leider noch nicht remastered wurde. Milady Boo, ihr seid absolut atemberaubend. Es muss die lieben Ahnen mit Stolz erfüllen, euch so zu sehen. Ah, nein. Wollte ich lesen. Wobei der hat doch hier gelebt, oder? Was, General Bob um? Er hat heute Morgen gesagt, er muss ganz kurz weg. Er wollte wohl der Bar in Rohling einen Besuch abstatten. Natürlich. Es war ja abzusehen, dass genau das passieren wird. Was ist eigentlich die Plattform hier in der Mitte? Kommt gar nichts. Hallo Mario, wie geht es dir? Ich bin nur noch der zweitreichste Mann von Rohlingen, weil bei der Reise mit dir mein tolles Schiff zerstört wurde. Aber ich bereue nichts, wir könnten mal wieder etwas zusammen unternehmen. General Bob um, mit dem habe ich gerade ein Schwätzchen hier gehalten. Wir sind nämlich alte Freunde. Ich kenne ihn bereits seit seiner hochexplosiven Jugend. Wie impulsiv wir damals doch waren und was sind damals Gläser zu Bruch gegangen? Hätte nie gedacht, dass er aus dem mal so ein anständiger Bob um wird. Nur das Vagabundieren kann er nicht recht lassen. Jetzt übrigens, er wolle in die Bar nach Falkenheim. Der Betreiber der Bar dort ist ein alter Kollege von mir. Richte ihm meine Grüße aus. Okay, auf nach Falkenheim. Lass mich raten, wir werden am Ende wieder zu allen Orten gehen. Hier werden wir bald auch noch viel Spaß haben. General Bob um, er hat ein Gläschen getrunken und ist gleich wieder weg. Er kommt oft hier vorbei. Du kennst doch die schwarz gekleidete Dame, die immer hier ist, oder? Ich glaube, der General hat ein Auge auf sie geworfen. Ist das ein Gefühl von mir? Viele Männer kommen hierher, um eine Frau kennenzulernen. Gut für mich natürlich. Sag es niemandem, aber dieser Aurelius ist auch einer von ihnen.
Übrigens hat General Bob ihm gesagt, er wurde zurück nach Großfrost. Aber ich glaube, er wollte vorher noch Goldfried treffen. Ist jetzt ein Großfrost-Time oder ist er schon bei Goldfried? Und eigentlich ist die Aufgabe komplett. Oh mein Gott. Dieser General. Wie ist der eigentlich so viel schneller als wir? Oh, Bomber, General Bobum war gerade hier. Aber du hattest das Päckchen, das ich ihm geben wollte. Ich habe ihm gesagt, er soll nach Großfrostheim zurückkehren. Er ist zwar ein großartiger Bobomber, aber leider auch ein großartiger Vagabund. Und außerdem wecken ihn keine 10 Pferde auf, wenn er einmal schläft. Diesmal ist er bestimmt in Großfrostheim. Ob du wohl nochmal gehen würdest? Die verarschen mich doch mit Absicht hier, ey. Ja, wir müssen ihn wieder wecken. Oh, Mario, kann ich dir irgendwie helfen? Was? Eine Lieferung von Goldfried? Und du hast mich überall gesucht, um sie mir zu bringen. Tut mir leid, dass du dir so viel Mühe machen musstest. Aber jetzt bist du ja da, also gib schon her. Gut, das wäre das. Und jetzt holst du dir deine Belohnung ab. Dann sagt Goldfried einen schönen Gruß von mir. Und ich würde mal nach der großen Kanone sehen. Das ist so, die Belohnung wieder abholen. Wie oft haben wir uns das teleportiert? 7 Mal? Hast du den alten General Bob um Eck getroffen? Dann ist es ja gut und das Päckchen hast du ihm auch gegeben. Danke, Bomber. Vielen, vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Ja, ja, ja. 64 Münzen. Okay. Nintendo 64, wa? So, meine lieben Freunde, aber der Part ist auch jetzt vorbei, ne, für YouTube. Halbe Stunde, das ging schnell vorüber. Wir haben nur 2 Nebenaufgaben erledigt. Das ist immer das mit den langen Wegen, ne. Gut, wir haben den Sternsplitter noch geholt, der uns noch fehlte. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!